Willkommen bei Retro Gaming und das sind unsere Themen. Nein, wir sind natürlich keine Nachrichtensendung oder so. Heute starten wir mit einem neuen Pokémon-Spiel. Also, einem neuen Speicherstand. Und was wir heute machen wollen, ist unser Spiel bereits am Anfang so zu zerstören, in Anführungszeichen, dass wir uns überall hin teleportieren können. Wir müssen quasi ganz viele Qs, ja, Q, ein alter Bekannter, müssen wir uns machen. Und das geht natürlich nicht, wenn wir eigentlich keine Pokémon haben, denken wir, oder zumindest nur mit dem Ditto-Glitch, den wir zuvor gemacht haben. Aber ich zeige euch, wie wir es auch so hinkriegen, ohne ein Pokémon bereits haben, ohne Alabastia zu verlassen haben, wirklich noch gar nichts gemacht zu haben. Und, ja, wie ihr gerade seht, ich habe den neuen Speicherstand gemacht, ich nehme die Standardnamen, wir brauchen da wirklich nichts Aufwendiges. Es ist auch wirklich nur was zum Testen, zum Spaß haben, denn in diesem Zustand könnt ihr nicht mehr spielen, weil nämlich durch die Qs eure Bank wieder, also wie wir auch aus den vorherigen Glitches kennen, euer Team komplett voll sein wird und außerdem ist eure Item-Tasche komplett zerstört. Ihr werdet das aber alles jetzt sehen. Das ist nur als Warnung zuvor, also macht das am besten nur am Computer oder wenn ihr keinen wichtigen Speicherstand auf eurem richtigen Spiel habt, solltet ihr das am Gameboy nachmachen. Wie immer, es werden keine Cheats verwendet. Ihr könnt das alles in echt nachmachen an eure Konsole. Und wir beginnen einfach mal. Also, wir haben ein komplett neues Spiel. Wir stellen uns hierhin vor den Teppich. Nicht raus, wirklich hier vor. Was wir jetzt machen, den Speichertrick. Solltet ihr das am PC machen, die Speicherzeit, wann das Spiel wirklich speichert, ist am Computer ein bisschen anders, wie auf der richtigen Konsole. Das heißt, hier macht ihr den Trick am besten, wenn ihr auf Yes gedrückt, beziehungsweise auf Ja auf der deutschen Version. Und dann, ich habe ja jetzt noch keinen Speicherstand, ich benutze das ja komplett neu. Sobald ihr das Piepen hört vom Klicken, dieses Kling, dann resettet ihr euren Emulator. Das muss wirklich ratzfatz gehen, am besten macht ihr das mit der Tastenkombination und nicht mit dem Klicken, weil das kann dann schon zu spät sein. Wenn ihr das auf der richtigen Konsole macht, am Gameboy oder sonst was, ist es im Normalfall, wenn gerade der Text durchgelaufen ist. Oder auch beim Klicken. Da müsst ihr ausprobieren, wie es wirklich ist. Es kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein. Aber dadurch, wir jetzt am Computer sind, machen wir das nach dem Piepton. Also, ich bin jetzt hier soweit. Ich werde jetzt drücken, ihr werdet das Piep hören. Ich werde da jetzt nichts dazu sagen, damit ihr das Piep mal wirklich hört. Und dann werde ich sofort resetten. Also, los geht's. So, ihr habt das Piepen gehört, ich habe sofort resettet. Und wenn wir dieses Mal Glück haben, hat alles sofort geklappt. Wir müssten einen Spielstand haben, der aber komplett zerstört ist. Und der Pfeil hatte... Okay, das ist auch sehr gut. Das hatte ich noch nicht gehabt. Wahrscheinlich hat... Ja. Da war ich wahrscheinlich jetzt eine Sekunde zu schnell. Dann passiert nämlich das. Aber ihr seht, wenn ihr das nachmachen wollt, es kann... Es ist ein sehr gefährlicher Trick. Gefährlich in dem Sinne, dass es eben euer Speichern zerstören kann. Aber es wäre auch zu schön gewesen, wenn es beim ersten Versuch geklappt hätte, oder? Wir kennen das ja schon. Da läuft nie alles beim ersten Mal. Also das Ganze nochmal. Bisschen zu schnell hat. So, zack. War ich wahrscheinlich eine Sekunde zu langsam. Wie gesagt, auf dem Emulator sind die Tricks, vor allen Dingen die das Speichern betreffen, sehr schwer nachzumachen. Deswegen habe ich auch Probleme, euch zu zeigen, wie man in Pokémon Kristall ein Celebi fängt. Weil man da nämlich unter anderem auch Pokémon klonen muss. Und, ja, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, dieses Mal klappt. Da war ich auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Trommelwirbel. Oh. Mein Gott. Also nochmal ein bisschen schneller. Es ist wirklich, es ist eine Sekundensache. Eventuell habe ich mir das Spiel jetzt auch schon so zerstört, weil der Emulator speichert ja immer so ein bisschen zwischen. Damit habe ich das Spiel jetzt so zerstört, dass ich jetzt quasi den Speicher manuell löschen muss. Aber wir probieren es noch einmal. So, das war wirklich schnell. Ich hoffe, vielleicht hat es jetzt geklappt. Ansonsten muss ich resetten. Nein, ich werde einfach mal resetten. Und dann, wenn ich den ersten Schritt geschafft habe, schalten wir einfach wieder ein. So, wir sind jetzt bei Versuch 10. Und
Das sieht gut aus. Ja. Ja, ja. Es hat funktioniert. Sehr schön. So. Es ist wirklich sehr tricky am PC. Aber das muss ich jetzt einfach versuchen. So, ihr seht, alles ist weiß. Wir haben hier alles voll mit Cubes. Ich kann euch das mal zeigen. Das Spiel crasht zum Glück nicht. Aber ihr seht schon, da ist alles komplett zerstört. Da seht ihr auch das Q. Nummer. Alles TM55. Da oben steht Q. Wie gesagt, alles ist voll damit. Unser Glitch-Pokémon. Was wir jetzt machen, wir nehmen das zweite Pokémon, das zweite Q, und verschieben es so weit nach unten. Jetzt passt mal auf den Cursor. Ihr seht, ihr geht durch den Text. Jetzt sind wir am untersten Rand. Was wir jetzt machen, wir gehen noch ein Stück tiefer. Das geht nämlich, ihr seht es noch nicht mehr. Und tauschen es da unten hin. So, was wir jetzt machen, wir drücken direkt wieder A und tauschen das mit dem, was da drunter liegt. Wir sehen das gar nicht mehr, aber ihr drückt einfach einmal nach unten. Und ihr seht, da oben kommen die komischen Namen und Sprites. Drücken Tausch und gehen aus dem Pokémon-Menü raus. Jetzt gehen wir in die Item-Tasche. Ihr denkt, da ist nichts drin, ne? Aber wir können nach unten klicken. Denn wir haben jetzt alles voll mit Müll hier. Und da seht ihr auch schon, da beginnt's. Was jetzt wichtig ist, wir nehmen dieses hier. Dieses Item, was ihr seht, wo der Pfeil ist, was viermal ist. Ihr drückt Select. Damit könnt ihr das ja verschieben. Jetzt gehen wir einfach immer weiter nach unten. Ihr seht, wir gehen weiter nach unten, weil der Cursor blinkt. Jetzt hat der Cursor aufgehört zu blinken. Wir drücken A, machen ein paar Mal Klick und wir sind auf der nächsten Seite. Jetzt geht es immer noch nicht weiter. Wir machen nochmal Klick und jetzt können wir weiter verschieben. Was wir jetzt machen, wir nehmen das Item von vorhin, ist immer noch in unserem Wechselding und wir tauschen es mit diesem Master Ball, also mit unserem Meisterball. Zack, jetzt haben wir hier das viermal. Was wir jetzt machen, wichtig, also einige sind hier wirklich hier dieses Ash und alles, das dürft ihr auf keinen Fall anklicken, weil sonst crasht euer Spiel sofort. Wir nehmen aber jetzt hier dieses getauschte Glitch-Item, was wir viermal haben, beziehungsweise viermal unendlich, und schmeißen es weg. Ihr könnt jetzt auch nach unten gehen, da seht ihr das Glitch-Symbol. So, jetzt beginnt quasi der eigentliche Trick. Je nachdem, wie viele wir von dem wegschmeißen, landen wir immer in einer anderen, in einem anderen Ort. Man kann dadurch sogar in die Ruhmeshalle gehen, und zwar in den Raum, wo Professor Eich wartet, um die Pokémon von uns auf den Computer zu tun. Also in die Ruhmeshalle halt, wenn ihr das Spiel besiegt habt. Leider weiß ich gerade nicht, wie viele es sind. Ich habe noch nicht viele ausprobiert. Und konnte dazu leider auch nichts im Internet finden, weil ich habe den per Zufall, ja, sowas habe ich per Zufall herausgefunden. Und ich schmeiß einfach mal 68 weg. Gucken, wohin wir da kommen. So, das Gute ist, wir haben ja gespeichert zuvor. Das heißt, wenn ihr einmal diesen Stand erreicht habt, könnt ihr das immer wiederholen. Ja, euer Speicherstand ist nicht gleich so. Ein Zeichen dafür, dass das funktioniert, ihr habt gesehen, plötzlich ist alles bei uns grün. Und diese Blume auf dem Tisch sieht ein bisschen kaputt aus. Wir verlassen jetzt einfach das Haus und dann müssten wir in einem anderen Ort sein. Wichtig, man landet immer in Häusern, also immer in Gebäuden. Gucken, wo wir jetzt sind. Ah, wir sind im Fahrradladen. Und ihr seht schon hier beim Bewegen, da ist wieder dieser Gift-Effekt. Das ist halt das Q. Können wir mit ihm sprechen? Ja, wir können mit ihm sprechen. 1 Million Poké-Dollar. Übrigens, eine Sache am Rand. Man kann sich das niemals kaufen. Selbst wenn man wirklich irgendwann 1 Million Poké-Dollar zusammenkommt, geht nicht. Das Spielmaximum ist bei 999.999. Also man kann es gar nicht erreichen. Das heißt, das Spiel ist quasi darauf ausgelegt, dass man es halt sich mit dem Schein holt. So, aber ich denke, wir können nicht rausgehen. Nein. Also ihr seht, wenn man jetzt raus will, man landet immer in dem Raum. Weil das Spiel nämlich eigentlich denkt, dass wir noch in unserem Zuhause sind und eigentlich Alabastia laden will, aber dadurch wir auf der anderen Seite nicht mehr da sind, kann es die Map nicht laden. Wir resetten das Spiel jetzt einfach mal und probieren einfach mal eine andere Nummer aus. Was können wir denn nehmen? So, wichtig ist natürlich immer, den Trick zu aktivieren, das zweite Pokémon und dann das Pokémon nochmal verschieben, bis wir oben die Sprites sehen. In die Item-Tasche, das viermal Item nehmen, nach unten, bis man A drücken muss. Nein, wir möchten das nicht benutzen. Zum Glück, was sehr nett ist für diesen Trick, solange man kein Item benutzt, ist das alles hier relativ harmlos. Man kriegt halt nur die Anzeigefehler. Und der Wechsel hat nicht funktioniert, aber ich glaube, vielleicht funktioniert er auch mit dem Master Ball, ohne dass man das Item wechselt. Nehmen wir einfach mal irgendwas. Und stopp. 34. Werfen wir mal 34 Masterbälle weg.
Oh, unser Bildschirm ist auch grün geworden. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh. Oh, das klingt doch nach Safari-Zone. Oh ja, das ist der Geheimraum, wo wir jetzt Surfer bekommen. Oder? Gibt ihr uns jetzt Surfer? HM03, beziehungsweise auf der deutschen Form 03, ist Surfer. Können wir hier raus? Wir können tatsächlich raus. Und wir sind in der Safari-Zone. Und wir haben unsere Schritte schon überschritten. Unsere Schritte überschritten. Und null Bälle. Und noch eine TM. Gucken, ist hier irgendwo Gras? Können wir hier Pokémon finden? Das sind die Goldzähne, oder? Ja, die Goldzähne für den Wärter. Aber, können wir in die nächste Ebene rein? Können wir. Hier muss doch irgendwo Gras sein, wo wir mal reinlaufen können. Wasser. Wir können nicht über Wasser laufen. Hier ist Gras. Gucken, ob wir in einen Kampf reinkommen. Ein bisschen wieder verschnellen. Oh ja. Gegen einen Kangama. Ah, natürlich. Wir haben ja jetzt nur noch... Ja, wir sind jetzt in der Safari-Zone. Natürlich können wir unsere Pokémon nicht in den Kampf setzen. Aber obwohl da nur Safari-Bälle steht, haben wir Safari-Bälle. Und das Kangama ist geflogen. Geflohen. Verdammt. Es ist spät. Lasst mich. Okay, wir resetten nochmal. Einen weiteren probieren wir noch. Ich glaube, wir nehmen einfach mal... Das Spiel hat ja 151 Pokémon offiziell. Dann nehmen wir doch einfach mal... Werfen wir doch gleich einfach mal 151 von den Glitch-Items weg. Fuck, und dadurch, dass ich das jetzt aktiviert habe, ist wahrscheinlich jetzt auch... Das war dumm. Okay, okay, okay. Okay, dann werfen wir einfach nochmal Masterbälle weg. Und ganz schnell drücken, ganz schnell drücken, ganz schnell drücken. Oh Gott, okay, gleich Krampf im Finger. 99, 100 und 1. Das müsste 151 dann sein. Der Grund, warum übrigens diese Glitz-Symbole angezeigt werden, weil das Spiel nicht über 100 zählen kann. Und dann automatisch dann die dementsprechende Zahl mit durch ein Zeichen ersetzt. So, 151 weggeworfen. Wir haben den grünen Bildschirm. Und wir landen wo? Oh, auch sehr gut. Wir waren in Glitch City. Ich vermute mal, sobald man dann auch eine Glitch-Zahl wegwirft, landet man auch in einer Glitch-Welt. Dann machen wir es nochmal mit einer normalen, ohne dass wir direkt crashen. So. Diesmal hat auch das Itemwechseln geklappt. Was nehmen wir denn? Schlagt mal was vor, aber leider könnt ihr ja jetzt nicht live mitschreiben. Nehmen wir die 91. So, wieder grün. Und wir sind... Wo sind wir? Oh, ich glaube, das ist die Pokeschule. Ist das die Pokeschule? Okay. Ja, das ist die... Ja, das ist die Pokeschule. Können wir hier raus? Nein, hier können wir wieder nicht raus. Gut. Das war eigentlich schon alles, was ich euch zeigen wollte. Wichtig ist, wenn ihr das, wie gesagt, zu Hause macht oder hier, startet einfach ein neues Spiel. Sichert ganz normal, ohne mittendrin das Gerät neu zu starten, beziehungsweise den Emulator. Und dann habt ihr wieder einen sauberen, funktionierenden Speicherstand. Alles ist okay. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, den Daumen nach oben, favorisiert das Video, abonniert den Kanal. Stellt sicher, dass ihr die anderen Videos euch auch anschaut, falls es euch interessiert. Und dann sehen wir uns auch schon zur nächsten Episode.